Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Und heute keine Koi, die in Japan, oder die frisch aus Japan kam, die natürlich auch bis zum Alter von 2 Jahren in Japan großgezogen wurden, Genrin Chagoi. Und als wir sie gerade rausgefangen haben, haben wir gesehen, naja, so brutal sind die ja nicht gewachsen. Dann haben wir der erste gemessen von Andreas, der war 64 und dann 7, also 64 aus dem Naturteich, dann 67 im Dezember, Ende Dezember. Und als ihn Tim ans Maßband gehalten hat, 74 Zentimeter, das ist pervers, sage ich Ihnen. Ja? Also der hat seit dem Abfischen aus dem Naturteich 10 Zentimeter gemacht. Und das ist natürlich in der Größenklasse, wo da richtig Energie rein muss. Und dann haben wir noch einen zweiten von Olli, ein Genrin Chagoi, der war 59 Zentimeter und hat jetzt 68 Zentimeter. Witzigerweise hier in der Wanne, hol mal die Kamera, hier in der Wanne fällt es gar nicht so stark auf, habe ich zumindest das Gefühl. Sind beide voll geil. Ja, wenn man die so nebeneinander hat, jetzt machen wir die mal so, schön nebeneinander, da wirken die relativ gleich groß, also 6 cm Unterschied sieht man nicht. Die Kopfformen sind unterschiedlich, ist vielleicht mal ganz witzig, die so zu sehen. Er hat den größeren, den längeren, den breiteren Kopf, er den etwas kürzeren, spitzigeren. Jetzt könnte man sagen, wow, enttäuschend, was ist denn das für ein Fisch? Nee, mit... Der wird jetzt erst, jetzt bin ich gerade am Überlegen, der wird jetzt 2 Jahre und zu seinem Geburtstag wird er 70 cm haben. Also auch hier gar kein Thema, dass der auf 90, 95 cm geht. Hier hat er ein bisschen nachgefärbt, ja, so. Und wenn Sie zurückscrollen in den Block, wo wir ihn das erste Mal gezeigt haben, da war ein richtig tief dunkler schwarzer Strich hier in der Brustflosse. Übrigens einer der Gründe, weshalb Makoto ihn wahrscheinlich schon abgegeben hat. Der ist deutlich aufgehellt, vielmehr der Strich ist jetzt am Kopf. Das ist so typisch für Chagoi, dass wenn sie sich mal irgendwo schubbeln, dass es dann so schwarz wird. Aber beides absolut geile Koi. Dem traue ich sogar zu, dass er über 100 gehen kann. Also mit 2 Jahren, 74, das ist wirklich absolut Karashi-like. Vom Farbton, er ist ein bisschen, hat mehr Rotstich. Er hier mehr Gelbstich, rotbraun gegen gelbbraun. Aber so ein Fischleben, sage ich Ihnen auch ganz ehrlich, das ist noch lang. Also welcher schlussendlich nachher als erstes die 90 erreicht haben wird, das kann man noch nicht sagen. 6 cm kann man jetzt natürlich, Unterschied kann man jetzt nicht sagen, dass es ein Kopf-an-Kopf-Rennen ist. Aber würde man ihn hier, wir setzen den mal rüber, würde man ihn hier jetzt alleine betrachten, weil das ist immer das Fiese, wenn man die sehr guten Koi mit den Ausnahmeerscheinungen gegeneinander bewertet. Ich zeige Ihnen mal so, so wie man ein Bild macht in der Frontalen. Da gibt es nichts, wo man sagen kann, weil der Kopf ist groß, der Kopf ist breit, ja, der Kopf ist lang, das ist kein kurzer, eckiger Kopf. Aber der andere zeigt es halt nochmal perfekter. Aber das ist schon sehr, sehr gut. Und das wird nur dadurch relativiert, wenn man jetzt den von Andreas daneben setzt und wenn man nur die Kopfform. Und Sie werden jetzt lachen. Ich würde die Körperform, würde ich sogar ihn hier bevorzugen. Er ist der König der Kopfform und er hat eine geniale Körperform. Auch hier interessant, der Schwanzansatz ist bei ihm kräftiger als bei ihm. Früher hat man ja immer gesagt, sieht man das auf dem Bild? Ja, sieht man. Ja. Früher hat man ja immer gesagt, der Osutsu, also der Schwanzansatz, spielt eine große Rolle, was Größe und angeht. Er hat den stärkeren Osutsu, er hat den dünneren. Das sind zwei unterschiedliche Körperformen. Also ich wäre froh, wenn ich überhaupt einen von diesem in meinem Teich wissen würde, wäre ich den Koi-Liebhaber. Muss mal Sandra fragen, ob sie auch gerne einen hätte. Aber ist witzig, 2 Geschwister, beide jetzt ihre 10 cm gemacht, oder vielmehr 9 und 10 cm.
seit Ankunft hier in Deutschland. Und beide Besitzer können sich auf außergewöhnliche Koi freuen. In diesem Sinne, machen Sie es gut. Und wir werden von den Ginrin Chagoi auch einige da haben. Nicht so viele wie jetzt Karashi-Goi oder Ginrin Karashi, aber hier und da werden sicherlich welche auftauchen. Machen Sie es gut, bis dann und tschüss.